Hallo und herzlich willkommen auch der Weiß hier ist in Bochum. Neben mir sitzt der Gennis vom Team GVM. Ja, einen wunderschönen guten Tag erst einmal. Hallo. Ja, wir hatten schon in Stralsund darüber gesprochen, dass wir ein Interview hier in Bochum führen werden. Jetzt sind wir hier vor Ort. Wir hatten im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass wir eventuell einen neuen Zuschauerrekord oder einen Teilnehmerrekord aufstellen. Aktuell sind wir sogar 1603. Was sagst du dazu? Wahnsinn, ich habe mit 1300 gerechnet. In Stralsund haben wir das noch angesprochen und offenbar habe ich mich geirrt. Es ist die größte europäische YCS bis dahin. Und ja, wir sind in der Halle, wir haben es gesehen, es ist wahnsinnig voll, es ist mega cool, die Stimmung ist geil und offenbar hat sich das Ganze gelohnt. Ja, wir hatten ja schon im Vorfeld auch drüber gesprochen. ABC, Palo Joyce und Performance sind up to date, sind hier sehr stark vertreten. Wie hast du dich jetzt auf das Turnier speziell weiter vorbereitet im Vergleich zu Stralsund? Eigentlich dasselbe wie in Stralsund, bis auf dass ich mir für Palio die Denkos borgen durfte. Womit ich nicht so gerechnet habe, ist, dass tatsächlich Blue Eyes gespielt wird, was mich wirklich überrascht hat. Also wir haben selbst an den vorderen Tischen noch Blue Eyes, was offenbar ein relativ guter Metacall zu sein scheint. Ich habe eher so mit Metal Force, ABC Mirror hatte ich auch zwei gerechnet. Ich hatte aber auch Palio habe ich einmal halt gehabt, aber Denko nicht gezogen. was hatte ich denn noch? Verschieden. Ich hätte auch so ein Pendel-Geschichte. Generell war echt viel, glaube ich. Ich habe auch deswegen dreimal ASF gehabt. Also das war so die Vorbereitung, wo ich wusste, okay, du weißt, da kommt Pendel. Da musst du was gegen haten. Ja, wir hatten auch schon drüber gesprochen. Ne? Es ist ja deine allererste YCS. Das Flair, das Feeling, wie ist das für dich? Unbeschreiblich. Also man kennt das aus den Streams, aus den Videos. Das ist aber was ganz, ganz anderes, wenn du hier bist. Du kommst in die Halle rein. Es sind mega viele Menschen. Also wer das noch nicht erlebt hat, auf jeden Fall gönnt euch das. Es ist von der Taschenkontrolle bis hin zum Eintritt in die Halle. Du siehst die ganz bekannten Gesichter. Du siehst Olli, du siehst Leute, die professionell Competitive Yu-Gi-Oh! Spielen, die du vorher nie gesehen hast. Den sagst du, ah, die sind alle cool drauf. Du kannst mit denen dich unterhalten. Du kannst Händler hier treffen, die du sonst nie gesehen hast. Alle Judges sind wunderbar freundlich, nett. Alle Mitarbeiter hier waren, glaube ich, also ich habe nichts mitbekommen, was irgendwie ansatzweise angedeutet hat, dass es nicht freundlich war. Und die Stimmung generell ist trotz der vielen Kulturen und nicht deutschsprachigen Spieler einwandfrei. Also ich bin überrascht. Ja, ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem die Italiener sind sehr zurückhaltend diesmal. Ja, wir sind jetzt in Bochum. Bochum ist jetzt in den letzten 6 Jahren jedes Jahr bis auf 2011 vertreten gewesen, entweder YCS oder Deutsche Meisterschaft. Was denkst du über die Location? Was denkst du, warum macht Konami immer wieder hier die Veranstaltung und nicht woanders? Hatten die immer das hier im Ruhrkongress? Dann ist es eine gute Entscheidung, weil wir haben genug Platz, bis auf, ich glaube, wir hatten ab Tisch 750 oder so in dem Dreh, mussten die noch draußen was aufbauen. Ja, ist richtig. Was aber einfach, ey, bei der Anzahl an Spielern ist es, kann man, das ist es okay, selbst draußen ist genug Platz. Also hier drin ist es riesig. Man muss sich vorstellen, wie so ein riesiges Viereck eigentlich mit wahnsinnig vielen Tischen, wahnsinnig viel drumherum um die Location. Ich meine, du hast eine Mainstage-Area, du hast eine YouTube-Area, du hast die Area für die Booster-Ausgabe, was relativ gut eigentlich gebaut ist, weil man kommt komplett rum. Ja. Und offenbar scheint ja auch der Platz ein Grund zu sein, dass man das hier macht. Also gerade die Mainstage-Area mit der Bühne dort ist, glaube ich, perfekt dafür ausgelegt, um solche Sachen zu machen. Ja, das finde ich auch. Also ich war schon 2014 hier als Team Family Force. Da hatten wir damals unseren ersten gemeinsamen Team Cup gewonnen. Aktuell ist noch in den Tops Pascal aus unserem Team vertreten. Jawohl. Wir drücken natürlich ganz doll die Daumen. Wir hoffen, dass er es packt, wobei wir ganz stark davon ausgehen, dass er zumindest auf alle Fälle die Tops erreicht. Was dann passiert, können wir nur hoffen. Ja, gibt es von deiner Seite noch irgendwelche Fragen? Fragen? Ja, wie kann Pascal das schaffen? Also ich habe so viel Respekt vor dem jungen Mann, der ist wirklich jung. Und hat so eine Leistung an den Tag gelegt, der einfach so straight, ohne Murren, ohne Meckern geht der 7-1, ist er glaube ich durchgegangen gestern. Ja, ist richtig. Hat sein erstes Duell morgens um 9, auch gegen den Deutschsprachigen war es. Und gewinnt das einfach und ist immer noch so locker drauf mit seinen Gummibärchen. Also, ja, wie kommt das? Wie macht er das? Ich weiß nicht, woher der die Power nimmt. Ich meine, wir sind ja langsam ein bisschen älter und so, aber... Das ist richtig. Großen Respekt dafür an die Leistung von Pascal von Team Family Force. Ja, also Pascal Schlagwort ist Spielen am Limit. Ja. Wir haben die letzten Tage, vor allem auch die letzten Wochen, sehr viel getestet. Bis in die Nacht hinein, Samstag, Sonntag, Freitag teilweise, unter der Woche. Also es kam echt sehr, sehr viel zusammen, weil wir haben echt das Glück, wir sind ja nun von Team Family Force sehr viel in Hohenschönhausen vertreten, also in Berlin speziell. Und das ist ein relativ leichtes, sich mal zu treffen, für 3, 4, 5 Stündchen zu spielen. Selbst unser Dominik mit K aus Lübeck, K
kam extra vorbei für ein Wochenende, wo wir wirklich uns intensiv damit beschäftigen konnten. Und ich denke mal, davon ist Pascal einer, der sehr stark davon profitiert hat. Und er spielt diese Routine in den Tests, die er jetzt mit uns allen hatte, sehr gut aus. Und wenn er so weitermacht, dann bin ich da sehr zuversichtlich. Ihr wart aber alle super drauf. Also jetzt, nur weil jetzt die anderen jetzt vielleicht nicht so gut gespielt haben, fand ich aber generell die Stimmung dafür im Team sehr gut. Es war so durchschnittlich, so durchwachsen. Also es ging viele wie 5-3 oder auch mal ein paar Draws und so. Das war absolut im Rahmen. Hat absolut gepasst. Ja, das ist wohl... Nicht nur Pascal, ich glaube, das ist so eine Gesamtleistung im Team, die da hintersteht. Das ist richtig. So, aber jetzt nochmal, um auf das Format kurz zurückzugehen. Ja. Pascal spielt ja ABC, ja, so wie du auch. Richtig. Viele, viele andere auch. Zwischendurch haben wir auch noch ein Blue Eyes gesehen. Was meinst du, welches Deck wird die YCS gewinnen? Paleo. Warum? Weil CCG und andere bekannte Teams das Deck an den vorderen Tischen spielen. Und wenn es nicht so ist? Ja, dann habe ich mich geirrt. Aber es ist ein Indikator dafür, dass bekannte, starke Leute dieses Deck spielen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Deck auch gewinnt. Wollen wir eine Wette machen? Und? Nein, wir wollen nicht wetten, aber was ich noch sagen wollte, ist, dass die Leute ein Out of Denko haben und dann gewinnt der andere halt nicht mehr. Das ist richtig. Ja, dann danke ich auf alle Fälle erstmal für das kurze Interview. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Ja, unbedingt. Alle von Team Family Force, alle von Team GVM, Sponsoren Ultimate Guard, Card Market, Esco, jetzt muss ich bei euch immer gucken, Reisebüro, Flugbörse, Arzen Jens. Habe ich jemanden vergessen? Deine JT, Frau? JT, Compu, Compus, wie heißen die? JT, Compu, ja. Ja, Compu, genau, auf jeden Fall nicht vergessen. Meine Frau, Susanne. Und ganz, ganz wichtig, Kevin, mein Trainer, der dafür sorgt, dass ich auch neben Kartenspielen einen dicken Bizeps kriege irgendwann mal. Den Trick musst du mir verraten, ja. Bin ich dabei. Ja, auch wir bedanken uns bei allen Sponsoren, Team Family Force, Ultimate Card, ja. Esco Catering und allen anderen auch. Und verabschieden uns fürs Erste.